Johnny. Setz dich. Okay, lass laufen. Die Dateien waren stark beschädigt, kaum zu editieren. Bin froh, dass du überhaupt was retten konntest. Das Laden dauert ein bisschen. Johnny. Die Qualität ist mies, aber ich habe mein Bestes getan. Der Mann, der schneller läuft als sein Schatten, ja. Ich weiß nicht, war das damals auch so? Jedes Stück Tech? Die Sicherheitssysteme? Wir brauchen einen Plan des ganzen Raums. Wir holen alles, was wir brauchen, selbst aus der Virtu. Und seine Nachrichten? Nur wenn du das drauf hast, Parfebré. Das Wichtigste ist, dass er keinen Verdacht schöpft. Sei so entspannt wie immer. Und wenn er selbst anfängt, vom Biochip zu reden, sollte ich dann vielleicht darauf... Biochip? Wo hast du davon gehört? Das hat dich nicht zu interessieren. Du drehst die Virtu, du kommst zurück. Wir geben dir die Eddies. Das ist dein einziger Job. Der Rest geht dich nichts an. Verstanden? Wonach suchen wir? Zieh dich ruhig um, wenn du willst. Die kommen mir bekannt vor. Was ist das? Beef-Markierungen. Kennst du dich mit denen aus? Nicht gut genug, um zu verstehen, was sie bedeuten. Hab aber eine Idee, wer sie benutzen könnte. Wer denn? Vielleicht die Voodoo Boys. Ist aber nur eine Überlegung. Bin mir nicht sicher. Diese unheimlichen Netrunner? Die sind nicht leicht zu finden. Wüsste nicht, wo ich anfangen soll. Die Voodoo Boys? Ich kann ihr Gesicht nicht sehen. Normalerweise ist so eine Verschlüsselung leicht zu knacken. Aber nicht dieses Mal. Wer auch immer sie ist, sie hat verdammt gute Netrunner-Skills. Entweder das, oder jemand hilft ihr. Jedes Stück Tech? Die Sicherheitssysteme? Wir brauchen einen Plan des ganzen Raums. Wir holen alles, was wir brauchen, selbst aus der Virtu. Und seine Nachrichten? Nur wenn du das drauf hast, Parfebré. Das Wichtigste ist, dass er keinen Verdacht schöpft. Sei so entspannt wie immer. Und wenn er selbst anfängt, vom Biochip zu reden, so... Ist vielleicht nicht wichtig. Vielleicht. Aber sie sind alle aus Pacifica. Das grenzt immerhin unsere Suche ein. Und jetzt? Sieht aus, als würde ich einen Ausflug nach Pacifica machen. Okay, ich glaube, wir haben alles. Das ging Gott sei Dank relativ schnell. Das ist aber so hell sein muss. Evelyns Auftraggeberin. Eine Ahnung, mit wem wir es zu tun haben? Ich kann auch nur raten. Sorry, V. Anscheinend hat Evelyn uns nie die ganze Wahrheit gesagt. Ach was. Wenn ich nur gewusst hätte, in was für eine Scheiße sie sich geritten hat. Oh, ich bin so wütend auf sie! Ihr Job war nur, eine Virtu aufzunehmen. Verdammt beeindruckend, dass sie einen kompletten Überfall auf die Beine gestellt und ihre Auftraggeberin den Biochip weggeschnappt hat. Dafür brauchte sie euch. Darum hat sie euch angeheuert. Sie hat sich das alles selbst eingebrockt. Und dir. Da ist noch eine Aufnahme. Willst du sie sehen? Ich habe keine Wahl. Ich kann nur sagen, warum nicht? Klar, warum nicht? Mich kann mittlerweile nichts mehr überraschen. Allez, allez. Und egal, raison, mais c'est tout intelligent pour ça. Portez bien. Moi, c'est pas enragé. En plus, c'est le bon moyen nous gagner pour nos vaisseaux Yurinogo. On prend chance là. Vous gagnez plus bon aider?
Très bien. Si vous décidez, c'est pas critiquer, ça passe. I'll continue with the travail. Was spricht sie für eine Sprache? Das ist sowas ähnliches Weiß wie Französisch. Nicht. Haitianisches Kreol? Es sind die Voodoo Boys. Hatte ich nicht. Moment, lass mich nach einem Echtzeitübersetzer suchen. Du kannst derweil versuchen, dich auf die Telefonfrequenz abzustimmen. Mal sehen, was das andere Ende zu sagen hat. Tatsächlich klang vieles dem Französischen sehr ähnlich. Ein bisschen was konnte ich sogar verstehen. Ja, was? Warte, wie kann ich die... Ach hier, L-Shift. Versuch, das Telefon zu scannen. Geschafft. Noch eine Sekunde. Sie haben Yorinobu erwähnt. Sicher hat Evelyn die Aufnahme deshalb so gut versteckt. Da war noch ein Name. Klang wie Silverhand. Wir müssen herausfinden, was sie sagen. Könnte wichtig sein. Gut. Ich habe gerade das Echtzeitübersetzungstool gefunden. Sollte mit deinem System kompatibel sein. Ich installiere es jetzt. Er ist alt. Habe ich gerade auch überlegt. Hört sich wie Französisch an, liest sich aber nicht so. Nee. Aber manchmal war bloß gefühlt so ein Buchstabe davor oder an das Wort hinten angehangen. Das war schon irgendwie... Manchmal freue ich mich, wenn ich so ein bisschen ein paar französische Brocken noch verstehe. Nach... Gott, ich habe vor 12 Jahren Abi gemacht. Das heißt, ich hatte vor 14 Jahren das letzte Mal Französischunterricht. Und ich kann immer noch ein bisschen was verstehen. Das ist cool. Okay, Judy, das reicht. Okay, ich trenne die Verbindung. Ich verstehe das nicht. Was hat das mit Johnny Silverhand zu tun? Der ist schon vor Ewigkeiten gestorben. Wie? Hast du eine Idee? Ich frag mich eher, wer alt ist. Ja, Johnny, du brauchst gar nicht in meinen Schatten mit das nächste Mal. Ich erzähle die Wahrheit. Auf den Biochip, den wir gestohlen haben, war Silverhands Engramm gebrannt worden. Engramm? Ein digitalisiertes Persönlichkeitskonstrukt. Ich brauche einen Moment allein, ja? Muss ein paar Sachen in meinem Kopf sortieren. Na klar. Woher hat Johnny jetzt eigentlich die Zigarette? Weißt du, wer die sind? Wer diese Frau ist? Oder wo wir sie finden? Scheiße, wie? Ich bin seit einem halben Jahrhundert tot. Tut mir leid, dass ich dir nicht auf Befehl alle Antworten auf dem Chrom-Tablet servieren kann. Was könnten diese Leute von Alt wollen? Woher soll ich das wissen? Du hast gar keine Idee? So oder so führt die Spur zu diesem Netrunner. Sie zu finden hat oberste Priorität. Wenn sie so viel über den Chip weiß, wie ich glaube, kann sie uns vielleicht helfen. Du meintest doch, uns kann nichts helfen. Na, such einfach diesen Juju-Kabelfreak, okay? Warum haben wir uns... Okay. Warum haben wir uns gerade gestritten, dass ich bitte eine Zigarette anzünden solle? Und er hat jetzt einfach selber eine Zigarette sich angezündet. Ich dachte, er kann nur rauchen, wenn ich rauche, aber anscheinend wollte er mich nur dazu überreden, mit dem Rauchen anzufangen. Warte, hast du überhaupt eine Idee, wie du die Voodoo Boys erreichst? Warum? Hast du Angst, dass ich ihnen Evelyn ausliefere? Nein, ich habe dir erst nicht vertraut, aber wenn du dich an Evelyn rächen wolltest, dann hättest du das bereits getan. Und warum guckst du dann so besorgt? Ich will nur, dass alles hinhaut für dich. Hast du einen Plan?
Ich höre mich mal um. Werde ein paar Anrufe machen. Sagen wir so, die Voodoo Boys würden sogar einer streunenden Katze in ihrem Revier misstrauen. Aber irgendjemand muss was wissen. Na dann, viel Glück. Hoffentlich brauchst du es nicht. Danke, Judy. Nein, wie? Ich hab zu danken. Du bist ein guter Mensch. Evelyn konnte nie den wahren Charakter von Menschen lesen. Hätte sie die Möglichkeit gehabt, dich kennenzulernen, dann... Wer weiß, vielleicht wäre dann alles anders gekommen. Wollen wir mal kurz die Wetteraussichten angucken? Ist leider immer bewölkt oder regnet sogar. Bisschen schade. Naja. Mission abgeschlossen. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir ein bisschen Geld verdienen, oder? Wir gehen ein bisschen ein paar Sachen verkaufen, die wir jetzt so eingesammelt haben. Wollen wir mal so einen Schießwettbewerb auch machen? Ja, oder? Hört mir auf, ich habe doch erst eine neue Tarotkarte gesammelt. War das die? Nee. Den Magier hatten wir schon. Die hier. Die Gerechtigkeit ist die Karte der Konfliktlösung. Sie verkündet die Notwendigkeit von Ordnung, von Erkenntnis über Lügen und Täuschung und eine Wiederkehr zu einem natürlichen Zustand. Gerechtigkeit beinhaltet nicht nur einen Richterspruch, sondern auch ein ordentliches Verfahren. So, Inventar ist gleich wieder voll. Heißt, verkaufen lohnt sich. Und ich glaube, ich habe ein paar Levelpunkte. Ja. Genau, hier wollten wir weitermachen. Plus einen Speicherpunkt möchte ich. So, und einen Attributspunkt haben wir noch. Schrotflinten. Eigentlich ist Schrotflinte nicht schlecht. Ich spiele ja jetzt auch mal mit Schrotflinten. War das... Oh, hier, das ist nicht schlecht. Ermöglicht das Nachladen beim Sprinten. Okay, wir sollten als nächstes auf Reflexe gehen, wenn wir wieder einen Vorteilspunkt haben. Hier mal leveln. Da habe ich ja noch gar nichts ausgegeben. Ich habe hier noch nicht so ganz verstanden. Kriege ich das hier automatisch dann? Da muss ich das noch irgendwo einlösen. Okay. Ich brauche so ein Verkaufs... Hier. Oh, oder wir können mit gegen die Zwillinge...
Annie, geldtechnisch ist knapp, ne? Wollten die 1000 oder 10.000 Credits zum Kämpfen? Ich glaube, die wollten 10.000. Das habe ich ja schon wieder nicht mehr. Wo ist das Verkaufsding? Ach, da unten. Aber da sind böse. Warte mal, ich geh mal gucken. Kann ich gerade nicht ausgeben. Ist schade, aber geht grad nicht. Was, jetzt ist das Ding zum Verkaufen wieder oben. Gott, ich komme ja nicht klar in dieser Stadt. Ja. Das sieht schön aus. Also wartet mal. Was habe ich jetzt ausgerüstet? Das Katana. Das hier ist ja auf jeden Fall schon mal besser. Eigentlich kann ich das verkaufen. Auch wenn ich es schon mal verbessert habe. Aber das hier ist besser, das Katana. Das sieht zwar schön aus, aber ist auch schlechter. Das Messer sieht so cool aus, aber das ist halt nicht ikonisch. Kann das nicht verbessern, aber es ist schon Kategorie 2 plus. Also eigentlich halt auch nicht schlecht. 308, 3378, das hat ein bisschen mehr Schaden. Das hat minimal mehr Schaden. Aber dann würde ich das lieber mal einlagern, aber nicht verkaufen. Was habe ich hier für Kleidung? Und wieder 10.000 Waffen. Juhu. Das hat zwar, also diese Waffe unten links hat zwar jetzt einen höheren Schaden, aber wenn ich auf diese Waffe unseren Schalldämpfer drauf mache,
verliert die auch an Schadenskraft. Deswegen würde ich lieber die ausgerüstete Waffe behalten. Die ist auch viel, viel mehr wert und verkaufe jetzt die links unten. Auch wenn die jetzt hier aktuell mehr Schaden hat. Achso, das ist die hier. Die ist halt pink. Aber die ist eigentlich identisch. Ich rüste mal kurz die pinke Schrotflinte aus. Einfach weil wir können. Und wir verkaufen die langweilige. Die hier. Die ist komplett identisch. Warte, was? Mit welcher vergleicht die sich? Die hat mehr Schaden. Ist aber viel langsamer. Mit der hier verglichen, mit der Schrotflinte. Nee, dann kommt die weg. Super wenig Schaden. Die sieht cool aus. Bringt uns aber nichts. Bringt uns auch nichts. Die hat mehr Schaden. Das ist blöd, die beiden nutzen die gleiche Muni. Das ist auch echt eine Wissenschaft für sich hier mit den Waffen, muss ich sagen. Ja, ich mach mal so. Achso, habe ich noch irgendwelchen Müll, den ich verkaufen kann? Hier. Junk weg. Ja.
Er hat Panzerung, das ist gut. Er hat keine Panzerung. Ich habe eigentlich gerade gar keine Nahkampfwaffe ausgerüstet, sehe ich gerade. Aber ich bin auch nicht so der Nahkampfmensch. So. Na, du sollst die Waffe wegpacken. Gut. Wir gehen zum Schießstand. Wir haben übrigens wieder 31.000 Geld. Es lohnt sich hier in dem Spiel, Sachen zu verkaufen.